Hallo und herzlich willkommen zu diesem wöchentlichen Video. Heute gibt es mal ein Video über die Zucht von Tearflies, also flugunfähige oder fliegende Fliegen. Ich habe jetzt schon eine sehr erfolgreiche Zucht. Das ist jetzt hier die zweite Generation, sag ich mal. Die erste Generation, die habe ich dann verfüttert, nachdem die dann fertig mit der Verpaarung waren. Ich kann jetzt hier auch mal ein bisschen runtergehen. So. Hier, man sieht, das ist nicht viel eingerichtet. Das ist einfach nur ein Eimer. Ich kann mal rauszoomen. So, ein Eimer mit Deckel. Oben habe ich Gase drauf. Und ja, die Tiere kann man eigentlich in fast ganz vielen Zuchtläden oder so bekommen. Auch als Larven. Und so für die Zucht auch ganz easy. Dort hinten seht ihr schon die Puppen, die ich da reingetan habe. Da müsste jetzt eigentlich schon alles geschlüpft sein. Circa 3 bis 4 Tage nach dem Schlüpfen fangen die Tiere sich an zu verpaaren. Umso mehr Licht man hat, umso mehr verpaaren die sich dann auch. Also das sieht man richtig, wenn ich nass hier so bin, dann ist alles leise. Und wenn ich dann morgens mal das Licht anmache, dann höre ich sofort so zzzz. Also... ja, die hängen normalerweise sehr gerne an der Gase, sind auch sehr viel hier im Flug unterwegs. Ihre Eier legen sie dann in Apfelstückchen rein. Ich habe hier jetzt unten vom Dings habe ich ein Loch reingemacht. Unten von der Zuchtbox, da habe ich dann Joghurt, da unten, das weißt du da. Das ist Joghurt, Naturjoghurt, das wird dann von denen gefressen. Und die Apfelstückchen da, die werden auch von denen gefressen. Aber da werden auch die Eier abgelegt. Ich glaube, man erkennt das, denn der Apfel, der hat schon angefangen, leicht schwarz zu werden. Das ist natürlich das Beste. Sollten die da jetzt genug Eier in diesen Apfel eingelegt haben, dann werde ich den Apfel raustun. Dann bekommen die Larven nochmal ein extra Zuchtsubstrat. Wie man das macht, kann ich dann vielleicht in einem anderen Video erzählen. Ja, ich glaube, man sieht hier schon, sind sehr aktiv, die Tiere. Sind super Futtertiere für Mantiden, Ameisen und sonstige. Ich glaube auch für Spinnen. Ja, eigentlich für Spinnen und ja. Wenn die Tiere schlüpfen, dann sind sie noch sehr, sehr zerbrechlich. Danach sind sie nicht wirklich zerbrechlich. Verpaarung dauert nicht wirklich lang. Da springt das Männchen ganz kurz auf das Weibchen. Und ich hoffe, man kann das hier auch irgendwann mal sehen, dass ich hier aufnehme, wie der welche. Ja, da hinten in der Ecke, da haben sie sich gerade verpaart. Dort hinten in der Ecke. Und ja, da sieht man gerade genau in der Mitte, dort. Und jetzt haben sie sich wieder aufgelöst. Da auch wieder am Rand. Also das Männchen springt von Weibchen zu Weibchen. Und ja, dann wird das halt in den Apfel abgelegt. Wenn ihr den Apfel nicht befeuchten solltet, dann wird er vertrocknen wie der Apfel dort hinten. Das am besten vermeiden. Aus diesem Grund immer mal wieder ein bisschen sprühen oder auch ein bisschen mehr sprühen. Den Tieren schadet das nicht. Das ist wie in der Natur, wenn es einmal kurz regnet. Und ja, so viel gibt es dazu nicht beachten. Sollten das flugfähige Fliegen sein, dann müsst ihr da noch irgendwie Papier reinmachen, weil die Tiere dann nicht fliegen. Also sonst brauchen die halt ein bisschen Platz, um zu fliegen. Aber wenn da halt, wenn die flugunfähig sind, dann brauchen die halt Platz zum Klettern und dafür macht man einfach ein bisschen leicht zerknütteltes Papier einfach rein oder Eierpappe. Eierpappe kann man eigentlich auch nehmen in der Theorie, ist aber wirklich unpraktisch und ja, so viel gibt es da nicht zu beachten. Einfach mal eigene Erfahrungen machen. Wenn ihr euch da ein paar Fliegen kauft, dann könnt ihr ja vielleicht 10 Stück raussortieren und die in so einen Eimer tun. Am besten nicht einen zu großen Eimer nehmen, weil die sich sonst nicht richtig finden. Und auch nicht zu klein, weil sie sonst halt, ja, weil das sonst nicht wirklich artgerecht ist. Ich glaube, das ist sogar illegal, wenn man Tiere zu klein hält. Also sogar für Heuschrecken. Heuschrecken in so einer Box hier, in so einer Heimchendose. Da gibt es ja auch noch Regeln und sowas. Naja. Also ganz einfache Haltung. Und so,
das Substrat für die Larven, da kann man eigentlich auch das Droso, nee, Droso, so, ich würde sagen Apfelmus oder altes Fleisch. Altes Fleisch ist ein bisschen blöd. Kot kann man nehmen. Kot ist aber dann auch unpraktisch. Naja, dann müsst ihr halt selbst rumexperimentieren. Normalerweise fressen die jeglich alles Mögliche. Auch Banane. Ich werde auch noch ein Stück Banane reintun. Ich werde hoffen, dass es nicht so krass schimmelt. Normalerweise sind die Tiere abends dann nicht so aktiv mehr. Dann könnte man, wenn man so ein Loch hier drin hat, dann könnte man auch immer wieder das hochheben, den Eimer. Könnte das dann so rausziehen. Zum Beispiel mein Apfelstück, das ich dort jetzt drin habe, kann man dann einfach rausnehmen. Und naja, so kompliziert ist das nicht. Ich mache das Video jetzt eigentlich nur, weil ich gar keine Infos zum Züchten von Terpfleisch gefunden habe. Nur über Drosophila. Und Drosophila, die sind, glaube ich, ein bisschen anders als Terpfleisch. Ach, da paaren sie sich gerade. Mensch, warum kann ich das nicht so gut aufnehmen? Ja, auf jeden Fall fliegen die bei mir normalerweise nur so viel umher, wenn die sich gerade paaren. Ja, also, das war's jetzt mit dem Video. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und tschüss, bis zum nächsten Video. Wann auch immer das sein wird.